1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Donnerstag. Wie immer donnerstags haben wir ein Thema und unser Thema heute heißt: Ich trage ein Geheimnis in mir. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr ja etwas Geheimnisvolles, ein Geheimnis in euch tragt, vielleicht schon sehr lange. Eine Sache, die ihr bislang noch nie jemandem erzählt habt, weil sie vielleicht zu schlimm ist, weil sie zu traurig ist. Vielleicht aber auch was sehr Schönes, was ihr bisher noch nie jemandem erzählt habt und heute vielleicht Lust habt, darüber zu reden. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder wie immer Mailadresse domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Olga und Olga ist 25 Jahre. Hallo Olga. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Ganz vorsichtig. Ja. Ganz gemäß dem Thema Geheimnisse. Ja, Olga, 25, habe ich gerade schon gesagt, ich trage ein Geheimnis in mir. Ist das bei dir so? Ja, zwei Geheimnisse. Zwei Geheimnisse. Mhm. Ich bin gespannt. Ja, das eine ist, ich bin verheiratet mittlerweile seit 7,5 Jahren. Seit 7,5 Jahren? Ja. Ich glaube, es wäre schön, wenn du doch ein bisschen lauter sprechen könntest, weil unsere Technik große Probleme hat, dich so laut auf den Sender zu kriegen. Okay. Ja, also seit über 7 Jahren verheiratet. Genau. Ja. Und ich habe mittlerweile ein Kind. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen über 2 Jahre. Und ja. Das ist aber nicht von meinem Mann. Oh je, und er weiß es nicht. Nein, genau. Mhm. Und das ist entstanden aus einer Affäre. Und ich habe mich damals in diesen Mann verliebt. Mhm. Das war von seiner Seite aus aber nicht so. Ja, und dann bin ich schwanger von ihm geworden und bin dann aber bei meinem Mann geblieben und habe dann aber nichts davon erzählt. Ja, also diese Affäre lief dann parallel zu der Verbindung zu deinem Mann. Genau. Ja, das war nicht irgendwie unterbrochen eine Weile. Nein. Nee. Bist du dir denn sicher, dass das Kind von dem anderen Mann ist und nicht von deinem Mann? Ja. Wie bist du? Warum bist du dir sicher? Weil ich in der Zeit nicht mit meinem Mann geschlafen habe. Das hast du genauso rekonstruiert? Ja. Er hat das nicht so genau rekonstruieren können? Nein. Wahrscheinlich hat er nicht drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ja, und? Ehe wir da noch weiter drauf zu sprechen kommen, du sagtest zwei Geheimnisse. Das zweite ist, ich habe mehrere Affären gehabt, neben meinem Mann, in der Zeit, wo wir verheiratet sind. Ja. Und dann hatte ich mir vor circa einem halben Jahr geschworen, dass ich nie wieder eine Affäre haben werde, weil es war eigentlich so, dass ich immer gehofft habe, dass daraus mehr entstehen könnte. Also du hattest auch noch Affären, nachdem das Kind geboren worden war? Nein, doch eine. Doch eine. Also, du hattest immer die Sehnsucht, dass aus den Affären mehr werden könnte. Genau. Wenn man diese Sehnsucht hat, ist man unzufrieden in seiner Beziehung. Ja, das ist auch so. Und das ist auch so bei dir. Ja, genau. Bist du unglücklich? Ja. Ja. Mein Mann hat mir irgendwann gestanden, also ich habe das ja gemerkt, aber wir haben dann gesprochen darüber, dass er, wo er mich geheiratet hat, hat er mich gar nicht geliebt. Also, er hat mich nur so geheiratet, weil alle geheiratet haben in dem Moment. Und ja. Wie alt ist dein Mann? Mein Mann ist jetzt 28. 28, genau. Hast du ihn denn irgendwann mal geliebt oder war da eigentlich auch nie Liebe? Doch, am Anfang habe ich ihn geliebt, aber irgendwann, ich habe 2 Jahre lang gekämpft darum, dass er mich auch liebt, aber da kam irgendwie nichts. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie aufgegeben irgendwann. Ja, das heißt, wenn ich dich heute frage, liebst du ihn, antwortest du mir? Nein. 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 Wenn ich dich frage, bist du unglücklich im Moment, antwortest du mir? Ja, sehr. Sehr sogar. Weiß dieser andere Mann, der Mann aus der Affäre, dass er Vater deines Kindes ist? Nein. Das heißt, das ist wirklich ein ganz großes Geheimnis, das nur du weißt. Meine beste Freundin habe ich das vor ein paar Wochen mal erzählt. Ah. Aber ansonsten weiß es niemand.
Wie oft würdest du sagen, wenn du es überhaupt noch rekonstruieren kannst, wie oft bist du deinem Mann in diesen 7 Ehejahren fremdgegangen? Das weiß ich ganz genau. Da bin ich 7-mal fremdgegangen. 7-mal. Mhm. Mit 7 verschiedenen Männern? Ja, 7 verschiedene Männer. Ja. Olga, erstmal die grundsätzliche Frage, warum bist du mit deinem Mann zusammen? Noch immer zusammen? Ja, der Hintergrund dazu ist halt meine Familie. Deine Familie, weil die dann enttäuscht wäre, wenn du dich trennen würdest? Genau. Ich habe mich vor 4 Jahren habe ich mich einmal getrennt von meinem Mann. Mhm. Und das gab eine Riesenkatastrophe. Also auch von meinem Mann aus, der hat dann mit Selbstmord gedroht und hat auch also richtig mit Polizei an ihn gesucht und so. Und, mhm. Und die Familie, was hat die gesagt? Hat die Druck auf dich ausgeübt? Genau, seine Familie und auch meine Familie, ja. Und dann bist du zurückgeschreckt und hast wieder alles so in den alten Bahnen weitergemacht. Genau, und habe alles wieder zurückgenommen und habe wieder alles so laufen lassen. Und vor einem halben Jahr habe ich dann einen Mann kennengelernt. Also eigentlich hatte ich mir zu dem Zeitpunkt gesagt, nie wieder. Mhm. Und das war Zufall. Durch die Arbeit habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und und wir haben uns ineinander verliebt. Und das läuft im Moment immer noch? Ja. Ja. Und also richtig, wenn ich dich recht verstanden habe, wartest du ja nur geradezu darauf, auf den Absprung, dass du zu einem anderen Mann kommst, der dich auch liebt. Genau. Und ich höre auch daraus, dass du diesen Absprung wagen würdest, wenn da ein Mann wäre, der dich auch zurückliebt. Ja. Und die Chance im Moment siehst du, die wachsen, dass das eventuell so sein könnte. Ja. Ja. Weiß der Mann, dass du verheiratet bist, dass du ein Kind hast? Ja. Das weiß er. Also Olga, ich finde das dramatisch, was du erzählst. Ich finde es alles dramatisch, für jeden. Ja, es ist für jeden dramatisch und ich habe auch immer Angst, wenn ich mich von meinem Mann trenne, ich tue ihm damit so sehr weh. Hm. Ich weiß, dass ich ihm... Aber die permanente Lüge ist letztendlich viel schlimmer, finde ich. Wenn man mit jemandem nur aus Rücksicht, aus Mitleid oder vielleicht auch aus Angst zusammen ist. Ich denke, das ist eine Mischung daraus. Ja, ich glaube auch. Mhm. Mhm. Aber damit ist niemandem gedient. Dein Mann nicht, dir nicht, deinem Kind sowieso nicht. Dein Kind ist jetzt erst 2 Jahre. Mhm. Und es wäre eigentlich gut, wenn es aufwachsen würde mit der Wahrheit. Ja. Und nicht mit dem Gedanken, dass dieser Mann sein Vater ist. Und irgendwann kommt das große Erwachen. Und auch die Fragen des Kindes, warum hast du das gemacht? Warum hast du damals nicht klare Verhältnisse geschaffen in deinem Leben? Ich meine, du hast jetzt die Chance noch dazu. Ja, ich habe halt immer noch Angst, dass das Kind vielleicht irgendwann mir Vorwürfe macht, wenn ich jetzt mich von meinem Mann trenne. Nein, ich würde es genau umgekehrt sehen. Ich glaube, dass das Kind dir Vorwürfe machen würde. Nehmen wir mal an, du hättest dieses Gespräch jetzt aufgezeichnet und würdest deinem Kind das in 15, 18 Jahren vorspielen. Ich bin sicher, dass das Kind sagen würde, warum hast du denn damals nicht Konsequenzen gezogen? Warum hast du nicht ein ehrliches Leben geführt? Ja. Dir kann ja niemand vorwerfen, wenn du deinen Mann nicht mehr liebst. Das kann man dir nicht vorwerfen. Ja doch, meine Eltern schon. Ja, aber das ist doch absurd. Was ist das für eine Haltung der Eltern? Die sehen das so, die sind strenggläubige Christen. Mhm. Und die sehen das so, dass man alles mit Beten verändern kann. Ja, halte ich für, also wie gesagt, größten Unsinn. Ja, ich größten Unsinn. Auch, ne? Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich finde, dass man gerade im Sinne des Christentums ehrlich sein soll. Ja, ich weiß. Und seinem Herzen gemäß leben sollte. Und was du jetzt da tust, finde ich auch nicht, auch selbst wenn ich es mich in das christliche Denken hineinversetze, ist das nicht in Ordnung, weil du begehst ja eine beständige Lügerei, genau. Und Ehebruch. Ja, ich weiß. So. Also, du bist eine Frau von 25 Jahren. Ja. Ich würde mir da überhaupt nicht reinreden lassen von den Eltern. Und wenn die doch immer noch eine große Macht über dich zu haben scheinen, dann ist das jetzt der Punkt, wo du dich abnabeln solltest. Und wenn es auch noch so schwer ist und wenn du da auch viele Stürme aushalten musst, aber es ist verdammt nochmal dein Leben. Und das haben die auch zu schlucken und zu akzeptieren, deine Eltern. Mhm. Tu das für dich und tu es für dein Kind. Mach reinen Tisch
und lebe so ein Leben, dass du dir auch wirklich ins Gesicht gucken kannst, in die Augen gucken kannst im Spiegel. Ja, momentan ist das nicht so. Glaube ich, wie du es jetzt gerade erzählt hast, ja. Und auch wenn dein Mann da ankommt mit Selbstmordgedanken und so, finde ich grauenhaft, wenn Partner so versuchen, Druck auf jemand anderen auszuüben. Jämmerlich finde ich das, absolut jämmerlich. Ja, es macht einem halt Angst. Ne? Es macht Angst, ja, das soll es ja auch. Das ist ja ein großer Bluff und eine psychische Gewaltanwendung letztendlich, finde ich. Man möchte einfach nicht schuld daran sein, ne? Mhm. Ja, dennoch. Ich finde, du musst reinen Tisch machen, Olga. Aber richtig reinen Tisch. Ist wohl auch Zeit. Ja, vielleicht war das jetzt ein weiterer Schritt in diese Richtung, das Telefonat hier. Ja, ich denke schon. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Dankeschön, ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, Olga. Tschüss. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt, ich trage ein Geheimnis in mir. Ich möchte gerne mit euch mich unterhalten, ob es in euch, in eurem Leben etwas gibt, was ganz geheim ist, streng geheim, was bisher niemand oder ganz wenige Leute vielleicht nur wussten und ihr euch dessen geschämt habt, dieses Geheimnis für euch ein Problem darstellt oder vielleicht auch ein ganz tolles Geheimnis ist und ihr aus welchen Gründen auch immer das bisher einfach nicht erzählt habt. Vielleicht wollt ihr das heute Abend machen. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Nach Olga kommt jetzt Olaf. Und Olaf ist 41. Hallo Olaf. Hallo Domian. Ja, ich grüße dich. Was für ein Geheimnis trägst du in dir? Ich bin ein Dom. Ein was? Ein Dom. Ein Dom? Dominant. Ein Dominant. Ein dominanter Mann. Ein dominanter Mann. Ja, in Bezug auf Frauen. Ja. Ja, was? Das ist mein Geheimnis. Davon weiß keiner was. Erklär uns das mal ein bisschen näher. Dominant heißt dann, sagt uns erstmal noch nicht so ganz viel. Ja, das heißt, dass ich der Frau zum Beispiel Befehle gebe, was sie zu tun und zu lassen hat. Also im sexuellen Sinne bist du ein Dominanter. Magst du auch den dominanten Sex? Ja. So wollen wir sagen. Ja, aber es beschränkt sich nicht nur darauf. Ja, sondern? Es schließt auch in den Alltag ein. Aha. Also zum Beispiel, wenn man zusammen essen geht oder sowas, ja. Dann kann ich zum Beispiel zu der Frau sagen, wenn es mir gerade in den Sinn kommt, nimm die Hände in den Nacken. Und, ja. Nimm die Hände, nimm die Hände in den Nacken und ja. Behalt die Hände da, sagen wir mal, so lange, bis ich sage, dass du sie wieder ganz normal halten kannst. Und da hast du dein Späßchen dran. Eine Viertelstunde oder sowas. Ja, da hast du dein Späßchen dran. Ja, das Entscheidende ist, dass nicht nur ich meine Freude daran habe, sondern auch die Frau. Aha. Das ist für mich das Existenzielle daran. Ich verstehe. Wenn das beschränkt wäre, dass es nur mir Freude bringt, dann hätte ich auch keine Freude daran. Also wenn das eine Frau wirklich unangenehm wäre und Qualen verursachen würde und nur für sie negativ besetzt wäre, hättest du keine Lust drauf. Richtig. Das heißt, die Frau muss an dieser Qual im gewissen Sinne auch eine Lust empfinden. Absolut. Hm. Du bist 41 Jahre alt, bist du in einer Beziehung? Da baut sich gerade was auf. Ja. Hast du das denn bisher nie den Frauen gesagt, mit denen du zusammen warst? Ja, also ich habe bisher erst meine letzte Beziehung, das war mit einer devoten Frau. Also die devote Frau ist praktisch das Gegenstück zum dominanten Mann. Genau, ja. Und das war also die erste Frau, mit der ich das wirklich ausgelebt habe. Wie lange? Das war eine ganz kurze Beziehung, nur von 2 Monaten. Ja. Aber vorher habe ich das noch nie gemacht. Und nachdem ich dies nun erlebt habe, kann ich mir nicht mehr vorstellen, eine sogenannte normale Beziehung zu führen. Das ist für mich vollkommen ausgeschlossen. Mit Blümchensex und sowas. Richtig. Ist unmöglich. Hast du denn früher so normale Beziehungen gehabt mit Frauen? Ja, ich bin zum Beispiel auch 5 Jahre verheiratet gewesen. Ach so, und da war alles so, was man so normal nennt. Ja. So stinknormal. Ja. Ja. Außer, dass ich der Frau ab und zu mal einen Klaps auf den Hintern gegeben habe. Aber so aus Scherz. Aber das ist... Also nicht als Gewalttätigkeit, sondern als Scherz. Nö, ich hatte schon das Bedürfnis dazu. Ich hatte, ich hätte auch schon ein bisschen mehr tun können, aber ich habe mich nie richtig getraut, damit rauszukommen. Ja, da warst du ja schon in einem relativ hohen Alter, habe ich das gerade mal... Danke. Als du bemerkt hast, dass du in dieser Art und Weise funktionierst und tickst. Wie alt warst du? Ende 30 oder wie?
Ja, es ist so Stück für Stück ist es in mir hochgekommen, also dass ich das gemerkt habe. Also das hat sich ja alles in meinem Kopf abgespielt. Es gab nicht so ein Aha-Erlebnis, wo du dachtest, genau, das ist es. Nein, nein, das nicht. Mhm. Aber ich denke mir auch, es ist auch mein Umgang mit Frauen, die ich so gehabt habe. Also auch der berufliche Umgang zum Beispiel, der mich dann auch geprägt hat. Also ich habe sehr viel mit Hardcore-Feministinnen zu tun gehabt und mit absoluten Emanzen. In welchem Bereich arbeitest du denn? Ich arbeite jetzt in der Gastronomie, aber ich habe zwischendurch auch Erzieher gelernt. Und als Erzieher, da hat man das mit diesen Frauen zu tun gehabt. Echt? Und das Hardcore-Feministin. Ja, und das ist fürchterlich. Fürchterlich. Und das hat mich, glaube ich, ein bisschen so, da habe ich einen richtigen Hals gekriegt. Ja. Und instinktiv irgendwie das Gegenteil davon gemacht. Also die Hardcore-Feministinnen haben dich zu einem dominanten Macker werden lassen. Nein. Ja. Das ist das falsche Wort. Also ich sehe da auch einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Macho und einem dominanten Mann. Das war jetzt auch, du hast recht, das war falsch ausgedrückt von mir. Ich habe das schon verstanden, dass du es gänzlich anders meinst. Ja, wenn ich das kurz erklären darf, also für mich ist ein Macho, hat kein Interesse an seiner Frau. Dem ist seine Frau gleichgültig. Genau. Also, während ich ein ganz großes Interesse an der Frau habe. Und ich habe auch genauso viel Freude an Zärtlichkeit und an Küssen zum Beispiel und Streicheln. Das ist mir genauso wichtig wie die andere Seite. Jetzt hattest du einmal erst eine wenn auch sehr kurze Beziehung, aber immerhin eine Beziehung mit einer devoten Frau, wo du deine Dominanz hast auch ausleben können. Ja. Das liegt noch nicht lange zurück, die Beziehung? Nee, die liegt gerade erst 3 Monate zurück. Ja. Wie im Konkreten sieht dann diese Dominanz in der Beziehung aus? Was machst du alles mit der Frau? Du hast gerade schon erzählt, dass es über das Sexuelle hinausgeht. Ein Beispiel habe ich ja schon genannt. Ein Beispiel beim Essen, dass sie sich die Hände nach hinten... Gab es sowas? Hast du das mit ihr gemacht? Ja. Auch in einem Restaurant? Ja. Ehrlich? Ja. Das ist doch dann kurios. Dann sitzen zwei Leute in einem Restaurant in Essen und die Frau hält die Hände hinterm Nacken. Gucken da nicht alle Leute und fragen, was ist hier los? Das ist doch gerade das Reizvolle. Wie haben denn die reagiert in dem Laden? Die haben schon ein bisschen geguckt, aber da muss sie dann durch. Sag noch ein paar andere Beispiele. Ja, zum Beispiel, es kann auch vorkommen, dass wenn sie etwas macht, was mir nicht gefällt, oder wenn ich sie dabei ertappe, dass sie gelogen hat oder etwas vergessen hat, was sie tun sollte, dass sie dann ganz schön beschimpft wird von mir. Mit herben, derben Worten. Ja. Und dass sie dann auch bestraft wird dafür, dementsprechend. Ja. Dass sie sich zum Beispiel irgendwie in eine Wohnung, 3 Stunden lang in die Ecke stellen muss. Ah, so heftig. Oder dass sie dann auch gefesselt wird. Und in der Ecke liegen muss, zum Beispiel. Ja. Oder sowas. Oder dass sie ans Bett gefesselt wird, solche Sachen. Während du vielleicht währenddessen ein paar Stunden in die Stadt gehst. Ja, zum Beispiel. Ja. Also, genau. Falls jetzt irgendwelche Leute gerade zugeschaltet haben, das meint der Olaf nur in dem Sinne, dass die Frau daran letztendlich auch Spaß hat, nämlich eine devote Veranlagung hat. Du bist kein Frauenquäler, der Frauen misshandelt. Absolut nicht. Nein, absolut genau das Gegenteil. Ja, ich wollte es nur nochmal klarstellen. Ja, danke. Wie ist es denn dann, wenn es dann wirklich in den sexuellen Bereich reingeht? Wie krass möchtest du es dann haben? Mit Schläge, mit Blut fließen oder wie? Nein, also Blut darf nicht fließen, das auf keinen Fall. Und wie gesagt, es muss alles vorher genau besprochen sein, wo die Tabus liegen. Ne? Ja, wo liegen die Tabus? Die Tabus, die bestimmt die Frau letztendlich. Ja. Also wenn eine Frau sagt, es ist für mich Tabu, NS zum Beispiel. Ja, NS, also, sagt dir was? Das heißt, mit Pipi irgendwas machen. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Wenn die sagt, das kommt für mich nicht in Frage, dann... kommt das für mich auch nicht in Frage. Käme für dich aber durchaus, ist für dich vorstellbar, wenn sie das würde wollen. Ja, ja. Wo waren die Tabus in dieser 2-monatigen Beziehung? Ja, also Tabu ist zum Beispiel Tiere. Mhm. Alles, was mit Tieren zu tun hat. Das machen ja auch manche. Das finde ich zum Beispiel pervers. Ja. Ja, das finde ich auch pervers, weil da hast du es eben nicht mit einem Partner zu tun, der sagen kann, das will ich und das will ich nicht. Ne? Wenn du mit deiner Partnerin zusammen bist, dann kann das vorher abgeklärt werden. Mit einem Tier ist das immer ein ungleiches Verhältnis. Das ist Tierquälerei. Ja. Okay. Das Gleiche gilt für Kinder. Ja, da müssen wir gar nicht drüber reden.
Nee. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich meine jetzt auch in eurer Beziehung, in dieser, im Sexuellen, wo waren die Tabus? Wie weit durftest du gehen? Ja, das einzige Tabu ist eigentlich Kaviar. Ja. Das sagt dir wahrscheinlich auch was. Ja, das ist ja die ganz schmutzige Variante. Ja, mhm. Genau. Ja. Ist für mich auch Tabu, würde ich auch niemals machen wollen. Ja. Für mich finde ich auch pervers. Und eben ganz extrem SM. Ja. Also das heißt, also wenn praktisch nur noch geschlagen werden. Mhm. Also das finde ich auch pervers. Also ich, wie gesagt, es muss eben das Wechselspiel sein zwischen zart und hart. So, das war bisher dein Geheimnis oder ist immer noch natürlich wahrscheinlich ein großes Geheimnis für dich? Ja, weil von mir das niemand erwartet. Also du merkst das jetzt wahrscheinlich auch im Gespräch, dass ich eigentlich sehr sanftmütig wirke. Nee, du gehst damit sehr differenziert um und merke ich schon, dass du das nicht jeden Tag predigst und allen Leuten erzählst. Dein Schönstes wäre jetzt, oder ist jetzt wieder so eine Frau zu finden, wie die letzte Beziehung war, dass die Frau eben so auch so veranlagt ist und ihr das dann so ausleben könnt. Genau, und ich habe jetzt gerade so eine per Chat gefunden. Ah ja, und das heißt, wir treffen uns übermorgen zum ersten Mal. Wie spannend. Wohnt sie in deiner Umgebung? Ja, ich werde demnächst nach Köln umziehen. Das ist eine gute Entscheidung. Ja, finde ich auch. Ich finde Köln ganz, ganz riesig. Ja, also ich ziehe von Kiel nach Köln und Kiel ist mir einfach zu trist. Und Köln, ich mag das kölsche Lebensgefühl. Ich finde den Dom toll, ich finde die Stadt toll. Hier tobt der Bär und die Bären, kann ich dir sagen. Ja, genau. Also du wirst es nicht bereuen. Ja, das denke ich auch. Und da werde ich sie treffen und dann, sie ist ein kölsches Mädchen, sie kommt hier aus der Gegend. Ja, die wohnt im Bergischen Land. Ja. Gleich um die Ecke sozusagen. Ja, ist so um die Ecke. Ja. Ja, ja, also Olaf, dann sage ich toi, toi, toi. Ja. Gutes Gelingen, gutes Einleben hier bei uns in Köln. Ja. Und vielleicht laufen wir uns mal über den Weg. Ich bin ja nur auch hier, lebe ja auch in Köln. Ja, gerne, Domian. Alles Gute, tschüss nach Kiel. Okay, dir tschüss. Auch. Jo. Jo, tschüss, Domian. An dieser Stelle, ihr lieben, Hinweis auf unseren Promi-Talk am Samstag. Mein prominenter Gast ist einer der ganz großen jungen Stars des deutschen Kinos, auch des deutschen Fernsehens, nämlich Robert Stadelober. Groß rausgekommen mit Sonnenallee, ganz groß rausgekommen mit Crazy. Der letzte Kinofilm war Sonnensturm. Ein ganz junger Typ, sehr talentiert, sehr ungewöhnliche Biografie hat er hinter sich. Er reist extra aus Wien für uns an am Samstag. Ich bin sehr gespannt auf ihn, freue mich sehr. Die Sendung beginnt um 23.45 Uhr Samstagabend im WDR Fernsehen. Und wenn ihr kennt das ja, wenn ihr mitmachen wollt und wenn ihr mit dem Robert auch reden wollt, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft eine Stunde vorher an oder eben auch natürlich dann während der Sendung. So, nun geht's weiter mit Bernd und Bernd ist 39 Jahre alt. Hallo Bernd. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich trage ein Geheimnis in mir, heißt das Thema. Ja, richtig. Und zwar ist das sehr ähnlich mit meinem Vorredner. Stopp! Du machst bitte den Fernsehton ganz aus. Ist dann, es so besser? Dann ist es nämlich viel besser, genau. Alles klar. Ja? Also hat sehr große Ähnlichkeit mit meinem Vorredner. Mhm. Nur ist es bei mir so, ich lebe meine sexuelle Neigung aus, ist auch gleichzeitig mein Nebenverdienst, und zwar als devoter TV bei einer Domina. Was? Als devoter TV? Ja, als Transvestit. Ach, als devoter Transvestit bei einer... Genau. Geht's denn noch kurioser? Ja, was heißt kurios? Ich muss nochmal nachdenken. Also, devoter Transvestit bei einer Domina. Genau. Lebst du das aus? Lebe ich das aus und arbeite da auch nebenbei. Du bist quasi der Assistent der Domina oder wie? Sozusagen als Zofe. Als Zofe, ach so. Genau. Ach so. Und das heißt, ihr gemeinsam empfangt dann Gäste. Richtig. Ja. Und somit verdienst du dir ein paar Mark 50 nebenbei. Genau. Und hab halt im Prinzip meine sexuelle Erfüllung dabei. Ja. Was machst du denn im normalen Leben? Ich bin eigentlich in der Metallindustrie. Also komplett was anderes. Streckenbürgerlich, sag ich mal. Ja, hast du eine Beziehung? Nein. Nein. Du bist in der Metallindustrie tätig, also das ist eine harte Branche. Und deine Jungs, die Kumpels, die würden aus allen Wolken fallen, wenn die erfahren würden, was du tust, oder? Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wer weiß denn davon, dass du sowas machst?
Ja, eigentlich nur die Dame, die Domina. Nur die Dame, die Domina. Ja, ja. Sonst bist, niemand. Wie bist du sexuell orientiert? Bist du schwul? Bist du heterosexuell oder was ist mit dir los? Ich bin bisexuell. Du bist bisexuell. Ja. Hattest du denn schon in der letzten Zeit mal eine längere Beziehung? Also meine letzte Beziehung, die liegt jetzt circa 3 Jahre zurück. Mit einem Mann oder einer Frau? Mit einer Frau. Mit einer Frau. Die war auch länger. Ja, wusste die denn was davon, was du machst? Bitte? Wusste die etwas davon, was du so heimlich machst? Da wusste bisher noch niemand was von. Wie lange machst du das denn schon? Seit 2 Jahren. Das lebt ja also erst aus, seitdem ich solo bin. Ah, ich verstehe. Das waren vorher dann, als du mit deiner Freundin noch zusammen warst, warst du wirklich komplett normal? Ja, was man so normal nennt. Ja, hast auch nicht so dieses Transvestitentum ausgelebt? Heimlich dann. Ach doch, das schon. Das schon heimlich, ja. Was heißt heimlich? Du hast dir dann Strapse angezogen zu Hause und genau, zu Hause so zurechtgemacht und halt für mich und das war's dann aber auch. Und dann auch nur alleine in der Wohnung rumgestöckelt? Genau. Und du hast das gemacht, weil du das auch so erotisch und geil fandst für dich oder wie? Ja, das hat mich schon sehr sexuell stimuliert. Ja. So, nun ist ja, das ist ja nur die eine Sache. Man steht irgendwie auf Frauenkleider. Hört man ja immer wieder, dass Typen draufstehen. Ja, klar. Aber dann als devote Transe zu einer Domina zu gehen, das ist ja nun dann schon hardcore, das Ganze. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Das ist ja so diese devote Veranlagung, die hat ihr auch schon in der Beziehung. Ja. Also so sexmäßig gesehen, ja. Nicht so jetzt im normalen Alter. Also du lagst gerne unten. Genau. Ja. So. Und dann, wo ich hinterher solo war, da bin ich einfach mal so als Kunde zu einer Domina hingegangen. Ach so. Ach so. Und hab bei ihr diese TV-Erziehung mal ausprobiert. Ja, also wir meinen jetzt nicht Fernseherziehung, sondern Transvestitenerziehung. Transvestitenerziehung, ja. Genau. Man muss es ja immer ein bisschen erklären. So, und dann habe ich das nochmal bei einer anderen Domina ausprobiert und das haben wir dann... Stopp mal, hat die dich auf die Idee gebracht, das so, dieses Mal auszuprobieren oder... Nee, die erste nicht, da war ich also nur einmal. Ja. Erst bei der zweiten, wo ich war. Wir haben uns dann öfters... war ich da als Kunde auch ein paar Mal, so 3-4 Mal ungefähr. Ja. Und sie suchte also auch im Prinzip eine Transvestitenzofe. So ist das dann eigentlich entwickelt. Wie oft gehst du denn zu dieser Arbeit in der Woche oder im Monat? Ja, ich sag mal, ich bin in der Regel bin ich so jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag? Ja. Das heißt, mit meinem Laienverständnis könnte ich mir vorstellen, dass du da mehr Kohle verdienst als in deinem Metallwerk, oder? Ich sag mal, wenn ich normal bezahlt würde, dann mit Sicherheit. Aber wir haben uns darauf geeinigt, weil ich ja im Prinzip in erster Linie der Antrieb ist es für mich, um meine Neigung da auszuleben. So. Ich will ja nicht da, wer weiß, wie viel Kohle verdienen. Ich sag mal, ich komme im Monat, verdiene ich so bei ihr so 400-500 Euro. Darauf haben wir uns geeinigt. Das ist dann nicht so ganz viel, aber du hast ja in erster Linie deinen Spaß dabei. Genau, und das ist der Antrieb für mich. Was macht denn eine TV-Zofe bei einer Domina? Wie muss ich mir das vorstellen? Was tut die? Ja, es ist also so, es kommen dann irgendwelche Kunden, die auch irgendwie Termine abgemacht haben. Ja. So, diese Kunden, die sind der Domina gegenüber devot. Ja. Und können mir gegenüber aber dominant sein. Ach, wie geschickt. Wie geschickt. Ja. Das heißt also, wenn jemand so zwei Seiten in sich hat, kann er das optimal ausleben. Genau. Stört die Kunden das denn oder macht die das besonders an, dass du ein Kerl bist? Nee, die dahin kommen, die wissen das, die haben also den Reiz sehen. Die haben Reiz sein. Das heißt, die haben also mit Sicherheit auch diese Bi-Neigung in sich. Verstehe, das heißt, die werden von der Domina getreten und du trittst sie wieder. Nee, und die treten dich, so. Richtig, ganz genau, so kann man das sehen, ja. Verstehe. Ja. Konkret, wie sieht das dann aus? Wirst du immer als Zofe damit in die Aktion eingebunden oder kann es auch sein, dass du einfach daneben stehst und gucken musst? Oder? Es kann auch sein, dass ich dann nur irgendwie gefesselt und einfach in einer Ecke abgestellt werde und muss da zuschauen. Ja. Das kann also auch sein. Ja. Es kann auch sein, je nachdem wie der Kunde veranlagt ist, wenn er jetzt auch devot ist, ja, dass die Domina dem dann befiehlt, er soll mich jetzt bedienen, sag ich mal. Das kann also auch passieren. Was wir wieder alles erfahren hier heute in tiefer Nacht. Das ist ja unfassbar. Ist halt eine sehr interessante Sache. Ja, natürlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie lange dauert denn dann der Einsatz im Studio? Ja, ich sag mal, bei einem Kunden, das ist in der Regel so, sag ich mal, 2 Stunden, also schon Minimum. Ja, du kommst aber nicht auf deine Kosten in dem Sinne, dass du da irgendwie auch dann mal einen Orgasmus kriegst, ne?
Ja, je nachdem, wenn der Kunde jetzt also wenn auch das will. Pivot veranlagt ist, sag ich mal, ja. Er soll, ich sage mir zur Verfügung stehen, sag ich mal jetzt so, ja. Dann habe ich natürlich schon meinen Orgasmus. So. Aber wenn du ihn nicht hast, dann könnte ich mir vorstellen, so wie du gebaut bist, also gestrickt bist, dass du danach dann hocherregt da rauskommst. Ja. Und ja. Dann wahrscheinlich zu Hause deinen Spaß hast mit dir selbst. Ja, selbstverständlich, natürlich. Ja. So, das klingt jetzt alles sehr bizarr und sehr ungewöhnlich. Was ist bizarr? Was ist bizarr, natürlich. Ja, ja, ich wollte das also, gar nicht groß bewerten, aber ich wollte eine Frage daran knüpfen. Bist du glücklich so, wie du lebst, oder birgt diese Art des Lebens auch die Gefahr, dass man sehr vereinsamt? Also ich bin schon auf eine Art glücklich, wie ich jetzt momentan so lebe. Ich sehe so, auf eine Art habe ich keinerlei Verpflichtungen. Ich bin nur mir selber gegenüber verantwortlich. Hm. So, ich bin aber auch einer Beziehung nicht abgeneigt. So, da haben wir's. Nur ich würde diese Beziehung also nicht auf Lügen aufbauen. Hm. Sondern ich würde dann offen und ehrlich sein und da halt jemanden zu finden, der das toleriert. Das heißt, das müsste schon, du siehst dich in einer Beziehung eher mit einer Frau. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, das müsste eine Frau sein, die sehr tolerant ist. Ja, und die diese ungewöhnliche Spielart der Erotik und Sexualität toleriert. Genau. Und die sagt, okay, du kannst da deinen Kram machen, das beschädigt nicht unsere Liebe und unsere Intimität. Genau, am idealsten wäre natürlich, wenn ich eine Frau finden würde, die das also nicht nur toleriert, sondern die selber auch, sag ich mal, ihren Spaß mit daran hätte, die dominant veranlagt wäre. Ja. Dann würde ich auch den Job da bei der Domina aufgeben. Aber dir ist natürlich klar, es ist ja so schon schwierig, einen Menschen zu finden, den man liebt und von dem man wieder geliebt wird. Ja, selbstverständlich, klar. In deinem Fall verkompliziert sich das Ganze ja enorm um ein Mehrfaches. Ja, das heißt, die Chancen, dass du auf einen Menschen triffst, der das alles bietet und den du dann auch noch toll findest und magst, sind ja sehr gering. Das ist dir klar, ne? Natürlich, aber was bringt das? Ich gehe irgendwie eine Beziehung ein und habe vielleicht ja, ja. Eine ganze Zeit diese Neigung und irgendwann bricht das wieder aus. Mhm. Das heißt, dass diese Neigung, die ist schon so stark, dass du für eine Beziehung nicht darauf verzichten würdest wollen. Nein, auf keinen Fall. Ja, das ist so deine Entwicklung, dein Leben, dass du sagst, das ist jetzt so, das mag ich und das ist mein Leben und das möchte ich auch ausleben. Genau, da bin ja, ich das kann man auch verstehen, das ist auch okay. Umso intensiver wünsche ich dir, dass du eine Partnerin findest, weil nur Sex und Sex ausleben ist es ja nun auch nicht. Nein, natürlich nicht. Mhm. Es gehört ja wesentlich mehr zu einer guten Beziehung auch, ne? Ja. Hast du eigentlich Angst, dass das irgendwie mal rauskommt bei deinen Arbeitskollegen zum Beispiel? Ja, also Angst ist das falsche Wort. Ich sag mal so, ich hätte Respekt davor. Wenn es rauskommt, okay, ich stehe zu dem, was ich bin und was ich mache, weil ich brauche mich von niemandem entschuldigen dafür. Ja, aber es könnte schon hart werden, ne? Ja, ja, natürlich, ja, klar. Ja. Du musst es ja auch nicht rausposaunen, ist ja auch nicht. Ich hänge ja auch nicht an eine große Glocke. Genau. Bernd, danke für den Anruf. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ich wünsche weiterhin viel Spaß beim Ausleben der ungewöhnlichen sexuellen Neigungen und ich wünsche dir vor allen Dingen eine Frau, die dich liebt und die du liebst. Danke Jürgen und zu deiner Sendung, die ist absolut top und mach wirklich weiter so. Ich denke mal, du hast auch schon sehr vielen Leuten geholfen. Dankeschön, sehr nett von dir, dass du sagst. Und könnte ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, da legst du bitte auf und wir rufen dich wegen der Anschrift nochmal an, okay? Okay, super, danke. Okay, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das kann ich euch an dieser Stelle auch schon mal sagen. Wir sind jetzt heute hier. Wir sind morgen nochmal da mit der normalen Sendung, hier mit dieser Sendung. Dann am Samstag mit dem Promi-Talk und dann geht's in die Domian-Weihnachtspause. Dieses an dieser Stelle und auch nochmal ein Hinweis auf unsere Fanseiten, auf die Domian-Fanseiten www.nachtlager.de. Da gibt es ein Weihnachtsquiz und da solltet ihr mal reinklicken und gucken, was da alles so geboten wird und was ihr da machen könntet. www.nachtlager.de. Dagmar ist hier. Dagmar ist 61 Jahre alt. Hallo Dagmar. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast auch zum Thema Geheimnisse angerufen bei mir heute. Ja, und zwar, ich bin seit Jahren spielsüchtig. Das heißt, ich gehe in Automatenspielbank. Ja. Und seit Jahren, sagst du? Ja. Wie viele Jahren? Oh, ich würde sagen 15, 20 Jahre. So lange. Ja. Und ich habe es also auch, mein Mann
weiß, dass ich ab und zu früher mal auch im Casino gespielt habe, aber die meiste Zeit wusste er es nicht. Und ich habe jetzt letztes Jahr 300.000 Euro gewonnen. 300.000 Euro gewonnen? Ja. Und wie viele Schulden hattest du vorher? Na, was heißt Schulden? Nein, Schulden hat, Gott, wir haben das Haus, hat eine Hypothek und so, aber ja. Schulden hatten wir so nicht. Und ich habe also, wie gesagt, ich bin so alle 3-4 Wochen hin. Und ja, und dann habe ich den Jackpot da gewonnen. Das ist ja Wahnsinn. 300.000 Euro. Wer? Und das weiß keiner? Das weiß mein Mann, weil dann musste ich sie mir sagen, er hatte noch gearbeitet, er hatte Nachtdienst. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, also unser Auto war schon ziemlich alt. Und ich muss auch sagen, in dem Morgen war ich gerade bei der Bank und versuchte die Hypothek zu erhöhen. Und abends gelang mir das und dann bin ich nach Hause und habe ihm das gesagt und dann sagte er, wieso? Ich sage, ja, ich habe gewonnen. Ich war in der Spielbank und dann sagte er, wie viel? 30.000? Ich sage, hing eine Null dran. Wahnsinn. Ja. Da ist er umgefallen. Ja, ich habe das gerade deinem Mitarbeiter schon gesagt. Man ist ja emotionslos. Er hat sich zwar gefreut, aber irgendwo, also ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen, bis ich am nächsten Morgen ein Check-in gebracht habe. Also, das wollte ich gerade fragen. Man kriegt man Bargeld mit oder ein Scheck? Nein, man kann Bargeld. Also ich hätte ein bisschen was mit, aber ich habe das alles, ich habe einen Scheck mitgekriegt. Ja, und das ist dann auch alles sauber und gedeckt und man kriegt sofort das Geld dann. Nö, ich habe das dann, das wird sofort aufs Konto gut geschrieben. Das wird geschrieben. Das dauert, glaube ich, so, ich weiß nicht, 2-3 Tage, bis es dann also von der Bank aus okay ist. Ja, und dann haben wir das Haus renoviert und ich habe den Kindern was gegeben. Da habe ich gesagt, ich habe im Lotto gewonnen. Ja. Und dann haben wir ein paar Reisen gemacht und ein bisschen, und dann habe ich jetzt noch was. Aber wir haben wirklich jetzt richtig, ich fühle mich unheimlich wohl. Ich habe mich vorher in meinem Haus überhaupt nicht wohl gefühlt und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Sag mal, als du das gewonnen hast, während dieser Zeit, wusste dein Mann, dass du noch ab und zu spielen gehst oder war das geheim? Also, dass ich ab und zu spielen gehe, ahnte er, aber er hat nie was, er ahnte es. Ja. Nur ich habe das gerade auch erzählt, ich bin sehr viel ehrenamtlich unterwegs gewesen, sodass ich sagen konnte, ich habe Sitzung oder ich habe dies oder ich habe jenes. Achso, das war dann gut verdeckt, ja. Und wenn mein Mann, wie gesagt, um 12:01 nachts nach Hause kommt oder jetzt hat er Nachtdienst, dann merkt er es nicht. Ja. Stelle ich mir vor, dass das ausgesprochen verlockend ist, gerade wenn jemand spielsüchtig ist. Du hast ja gerade gesagt, ich bin spielsüchtig. Wenn man dann einmal so einen wahnsinnigen Gewinn macht, dass man dann wieder hingeht, in der Hoffnung, dass es wieder natürlich passiert. Natürlich gehe ich wieder hin. Du gehst wieder hin. Natürlich gehe ich wieder hin. Und das, was ich eben aufpassen muss, dass ich, also man wird mit den Einsätzen auch, also dass man sagt, ach, man holt doch noch mal 1.000 Euro, vielleicht kommt es ja doch. Wie viel hast du denn seitdem wieder verspielt? Nein, wie gesagt, wir haben wirklich hier alles umgebaut. Ja. Ich glaube, Neubauen wäre billiger gekommen. Und wir haben die Reisen gemacht und wir haben ein Auto und ein bisschen habe ich auch noch. Also ich hab noch und da sehe ich auch zu, aber ich gehe noch weiter. Wie oft gehst du hin? Ja, ich gehe so alle 3-4 Wochen. Alle 3-4 Wochen doch schon? Ja. Gehst du allein oder mit einer Freundin? Nee, es weiß keiner. Mein Mann merkt es jetzt, wenn ich also wirklich dann bis zum Schluss bleibe und dann also wirklich aus um 3 Uhr morgens nach Hause komme, dann weiß er ganz genau, dann sagt er, ich weiß, wo du warst und dann bin ich frech und sage, ja, wenn ich da nicht gewesen wäre, hätten wir uns das alles nicht leisten können. Ja, hast du natürlich jetzt ein Argument, ne? Ja, und es ist auch jetzt ganz blöde aufzuhören. Aber du sagst ja selbst von dir, dass du benutzt ja selbst das Wort Sucht, ne? Spielsucht. Ich denke ja, also ich habe immer gedacht, ich bin nicht süchtig, weil also... Ich gehe nie einen bestimmten Tag hin und ich muss sagen, ich sehe da Leute, die mir auch sagen, ich war gestern da und vorgestern ging das da. Und aber du bist in dem Moment süchtig, wo du nicht aufhören kannst. Dann ist ja eine Sucht gegeben. Ich bin schon süchtig, weil also wenn ich weiß, ich gehe dann und dann hin, also dann steigt mein Adrenalinspiegel schon sehr hoch. Und ich habe so das Gefühl, dass ich es wirklich mache, auch wenn ich also Stress habe, wenn ich Ärger habe. Und es ist für mich also dann... Ja, ich sitze da für mich alleine, sehe auch immer zu, dass ich also möglichst ziemlich alleine, ich will mich auch nicht unterhalten und es ist für mich ein richtiges Abspann. Gehst du, ist das bei dir in deiner Stadt oder fährst du weit? Nein, ich fahre ungefähr 40 Kilometer. Ungefähr 40 Kilometer. Du, ist damit ja überhaupt nicht zu spaßen, das wirst du wissen, muss ich dir nicht zu sagen. Es gibt ja übelste, schlimmste Biografien von spielsüchtigen Menschen. Du hast bisher ja Glück gehabt, verdammt viel Glück gehabt sogar. Ich habe wahnsinnig Glück. Du hast irre was gewonnen, du bist noch nicht abgestürzt dadurch. Gibt es denn so den Willen, wenn es auch etwas Widerstrebendes dagegen gibt, aufzuhören und etwas dagegen zu tun? Jein. Du könntest das ja anders kanalisieren. Du sagst gerade, ich mache es, wenn ich Stress habe oder wenn du irgendwie belastet bist. Du könntest ja auch andere Wege suchen, das loszuwerden.
Ja, es gibt einerseits einen Willen, aber andererseits, ich weiß ja jetzt, dass es geht. Das ich meine, ja, ja, du hast die fatale Erfahrung gemacht, dass es geht und es ist immer noch gut gegangen. Ja. Und das ist natürlich ganz schlimm. Das ist für einen Süchtigen, schlimmer geht es schon gar nicht mehr. Nee, also wie gesagt, ich weiß noch, wie ich da, es war um 7:30 ich vor dem Automaten stand und daneben stand jemand und er sagte, Sie haben ein Checkpoint. Ich sage, nee, doch, Sie haben ein Checkpoint. Und ich habe es also wirklich nicht geglaubt. Und Wahnsinn. Wie gesagt, ich weiß jetzt, dass es geht. Also sowas von unwahrscheinlich ist, das zweimal zu kriegen. Naja, natürlich, völlig. Aber nee, das ist Wahnsinn, das weiß ich auch, aber... Ja. Ich schieb's auch immer schon raus, dass ich sage, ich gehe nicht jetzt nächste Woche, sondern jetzt. Ich gehe übernächste Woche hin. Aber wie gesagt, es ist. Du hast ja recht. Ich will nochmal fragen. Seit diesem Gewinn, wie viel Geld hast du wieder verspielt? Seit diesem Gewinn auf 30.000. 30.000. Mhm. Mhm. Aber du bist jetzt nicht verschuldet deshalb. Nein, ich habe auch noch was. Mhm. Ich habe auch noch was. Mhm. Also, wäre ja schön, wenn du es auch behalten könntest noch. Nee, ich habe noch was, wo ich mir mal sage, das ist eine Reserve, weil... Ich meine, das ist so eine lange Zeit. Wenn du 15 Jahre, ne, hast du gesagt, machst du schon. Ja, mindestens. Das ist ja irre lange ist das. Mindestens. Aber wie gesagt, ich bin dann so mal alle Vierteljahr und dann mal zwei Wochen hintereinander und dann ein halbes Jahr gar nicht. Aber und jetzt seitdem, diese ist natürlich der Drang größer, ne? Es ist wirklich größer und es ist, ja. Würdest du etwas unternehmen wollen, um davon wegzukommen? Ich sage nämlich, wenn ich das sagen darf, wenn man 15 Jahre, glaube ich, so, wenn sich das so eingefahren hat, schafft man das nicht alleine. Würdest du etwas unternehmen wollen? Ich denke ja. Ich denke ja, dass ich es müsste, weil, wie gesagt, es wäre so schade, wenn ich jetzt die restlichen... Ja, es wäre dramatisch, wäre es. Also, weil, ja. Es wäre dramatisch und es würde sich ja vielleicht auch, wenn es jetzt richtig bergab ginge, die Gefahr besteht immer... Ne? Die Gefahr besteht immer, ja, ist richtig. Dass das auch vielleicht auf deine Ehe sich dann negativ ausüben würde. Das will ich nun nicht. Nein, aber ich habe mich auch schon, also ich bin ja nahe in einer Großstadt hier. Geh doch mal zu den anonymen Spielsüchtigen. Nicht, und da habe ich mir schon die Adresse mal rausgesucht, ja, wo das ist. Ja, das finde ich gut. Das will ich machen. Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, es ist bei mir wirklich so zwielichtig. Nicht? Ja, es ist völlig klar. Einerseits ist es... Ja, ich kann es auch nachvollziehen, dass man da dann zwiegespalten ist. Eine Sucht, dass man sagt, Mensch, es klappt ja doch. Also ich habe es nie geglaubt, aber es klappt. Wobei mit diesen anonymen Spielsüchtigen, das finde ich eine gute Einrichtung, weil das ist wirklich völlig anonym und da kann man mal hingehen und mal ein bisschen reden und mal gucken. Vor allen Dingen redest du da mit Fachleuten, ne? Die haben alle die gleiche Biografie hinter sich. Du glaubst ja gar nicht, was da für Leute sind bei diesen Dings. Du siehst, also was am schlimmsten ist, du siehst wahnsinnig viele ältere Rentner, wo du wirklich merkst am ersten oder am zweiten, dass die dann ihre ganze Rente verspielen. Mhm. Also es ist, und dass die wirklich nach Hause fahren und nicht mehr wissen, wovon sie leben können. Ne? Und andererseits siehst du unheimlich viele Ausländer auch. Ne? Ja. Aber wie gesagt, es ist also nicht so diese in den Gaststätten, sondern es ist diese Automaten, die an den Spielcasinos angeschlossen sind. Sag mal, wie haben denn diese Leute dann reagiert, als die mitbekommen haben, dass du den Jackpot geknackt hast? Also ich musste ja dann ein bisschen warten, bis das alles abgeklärt war, weil das sind ja verschiedene Automaten in ganz Norddeutschland, die an diesem Jackpot, wo jeder sich gewinnen kann, in verschiedenen Städten. Ja. Und ein Automat hat ihn dann. Ja. Und da merkte ich, dass also einer furchtbar neidisch war. Ich habe dann dafür die ganze Mannschaft Kaffee ausgegeben, weil die sind ja alle mit dem Auto. Und sonst habe ich aber auch gesehen, dass es keiner mitkriegt, weil ich hatte eine Heidenangst, ich musste dann auf die Autobahn, bei jedem Auto, was hinter mir war, ich hatte eine Heidenangst, dass mich jemand verfolgt. Ja, weil du hattest den Scheck in der Tasche, ne? Ich hatte, obwohl damit konnte, hätte, glaube ich, keiner was machen können. Der war wohl, das stand da nicht drauf, aber den hätte auch nur ich kriegen können. Trotzdem, ich hatte so eine Heidenangst, weil so einige kriegten es mit und es sind zum Teil auch ziemlich dubiose Gestalten. Ich war halt froh, dass ich hier war. Ich stelle mir das gerade vor, was für ein Gefühl. Du fährst da Mutterseelen alleine auf der Autobahn und hast einen Scheck von 300.000 Euro in der Tasche. Ja, ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen und morgens um 9 war ich ganz schnell bei der Bank und habe gesagt, ich muss das loswerden. Wie gesagt, für einen Süchtigen ist das natürlich die Hölle. Weil schlimmer kann die Sucht ja gar nicht befördert werden, als durch so einen fetten Gewinn. Ne? Richtig, aber wie gesagt, er hat schon einiges gut gemacht und nein, ich passe jetzt wirklich auf. So. Und ich versuche auch das jetzt, dass ich mich ja wirklich bei denen mal melde. Ja, du bist ja gut informiert oder möchtest du... Brauchst du uns nichts. Nein, brauche ich nichts. Ja. Ne? So, dann danke ich für den Anruf, Dagmar. Wünsche dir alles Gute, alles Liebe. Und drück dir die Daumen. Wenn du das Vorhaben hast, da wegzukommen, drücke ich dir wirklich die Daumen, dass du es schaffst. Okay. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0800 220 50 50. Unser Thema heute, ich trage ein Geheimnis in mir und verbunden bin ich jetzt mit Birte. Und Birte ist 19 Jahre alt. Hallo Birte. Ja, hallo Domian. Hallo. So, dein Geheimnis. Ich hatte eine Affäre mit meinem verheirateten und 30 Jahre älteren Sportlehrer und inzwischen ist er geschieden, wir wohnen zusammen und werden im März heiraten. Zack, 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 zack. Ja. Mann, mit dem geschiedenen Sportlehrer. Ja. Wie alt warst du, als die Affäre anfing? 18. 18, na gut, das ist schon mal im grünen Bereich. Ja. Wie fing die Affäre an? Ja, also wir hatten irgendwie schon die ganze Zeit, weil ich konnte keinen Sport mitmachen, weil ich krank war und saß halt immer mit ihm auf der Bank und wir haben uns immer unterhalten, super verstanden und haben dann aber immer so versucht, uns voneinander fernzuhalten und irgendwann bin ich ihm dann mal abends begegnet und habe ich gedacht, boah, entweder küsse ihn jetzt oder nie und dann habe ich es einfach gemacht. Wo bist du? Irgendwo in der Kneipe begegnet? Irgendwo? Nee, ich habe um die Ecke von der Schule gewohnt und waren abends joggen und die hatten wohl eine Lehrerkonferenz und dann kam er mir da gerade so entgegengelaufen. Da hast du ihn gleich geküsst? Ja, also ich bin ihm direkt in die Arme gerannt, weil ich irgendwie auch gar nicht wirklich geguckt habe, wo ich jetzt hinlaufe und dann war ich ihm gerade schon so nah. Das ist ja wie in einer Telenovela. Ja, eben. Da kommt die Angebetete gejoggt und guckt den Geliebten an. Sie stehen sprachlos voreinander und dann küsst sie ihn. Ja. Wie alt ist er? Er ist 50. 50? Ja. Ja. Das ist ein Unterschied. Kann ja bald sein Opa sein, Mensch. Dein Opa nicht, aber dein Vater, dein Papa könnte sein. Ja. 50 ist er. Ja. Das ist aber ein Knaller. Was sagen denn deine Eltern dazu? Ja, das ist es ja eben. Meine Eltern wissen davon gar nichts. Das ist das Geheimnis. Genau. Also, wer weiß davon? Seine Kinder wissen es, seine Ex-Frau. Ja, wie alt sind die Kinder, so in deinem Alter? Die sind 16 und 14. 16 und 14. Wie fanden die das, dass da jetzt so ein junges Ding als Mama, als Stiefmama da ankommt? Also erst hieß es ja nur, wir sind halt nur befreundet und gehen zusammen Tennis spielen und also die fanden mich da eigentlich auch noch ganz nett und als wir es dann rausgekriegt haben, also der Sohn, der war schon stinksauer monatelang, aber der hat sich inzwischen auch wieder eingekriegt. Und er hat wirklich seine Frau wegen dir verlassen? Ja. Das ist ja unglaublich. Das läuft jetzt ein Jahr ungefähr, ne? Dann, wenn du jetzt 19 bist? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Mhm. Und die Frau, wie ist die dir gegenüber begegnet? Seine ehemalige Frau? Also sehr abweisend eigentlich. Inzwischen geht's. Also wir reden jetzt nicht wahnsinnig viel miteinander, aber es geht schon. So, jetzt hast du gerade am Anfang alles so ganz schnell gesagt. Ihr wohnt jetzt auch schon zusammen? Ja. Und wieso kriegen deine Eltern das nicht mit? Ja, wir wohnen 2 Stunden von denen weg und ich wohne mit einem Freund zusammen. Immer wenn die sagen, ach, wir kommen vorbei, sage ich immer, ja, der ist gerade auf Geschäftsreisen, so, also er ist dann auch nie zu Hause. Ach so, du spielst quasi so eine WG vor. Genau. Das ist gar nicht dein Geliebter ist, dein Freund, sondern einfach ein Freund. Ja, genau. Davon gehen die aus. Hui. Wie alt ist deine Mutter? Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 54 und meine Mutter 52. Ja. Aber sind ja schon einen Schlag älter als dein Freund. Ja. Aber für euch ist es die große Liebe? Ja. Für dich ist es überhaupt nicht befremdlich, mit so einem alten Knacker im Bett zu liegen. Bitte keine Briefe von 50-Jährigen, ich meine es nicht böse. ist es für dich nicht irgendwie ungewöhnlich? Ich weiß nicht, er war sowieso mein erster Partner, sage ich jetzt mal so. Ach so, du hattest vorher gar keine Beziehung. Nein. Er ist auch der erste Mann, mit dem du geschlafen hast jetzt. Ja. Ach so. Gibt es eine beste Freundin, die es weiß? Ja. Was sagt die? Ich habe ihr das erstmal so ganz vorsichtig erzählt und weil wir uns auch lange nicht gesehen hatten, ja, und dann hat sie gesagt, naja gut, wenn du meinst, und dann ich so, komm mal mit, ich stelle ihn dir jetzt mal vor. Ja. Und dann war sie auch total begeistert, ach ja, der ist ja super nett und so, also alles, überhaupt kein Problem. Weißt du, so grundsätzlich kann man ja immer sollte man auch die These vertreten, wo die Liebe hinfällt, da ist der Ort richtig. Ja. Dennoch so meine Frage, ich käme mir als so viel jüngerer Mensch, immer ein bisschen herabgesetzt vor, weil ich nie auf Augenhöhe sein kann mit einem 50-Jährigen, weil er hat einfach viel mehr Erfahrung und viel mehr gemacht und weiß vom Leben mehr, als man das als 19-Jähriger eben aufweisen kann. Fühlst du dich da nicht immer so in der Rolle, quasi in so einer Tochterrolle? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben, muss ich sagen, auch jetzt schon eine Menge durchgemacht, weil ich magersüchtig war. Und er hat mich da eigentlich so mit rausgeholt und hat mich da auch durchbegleitet. Also ich weiß, wir sind so eng zusammengewachsen inzwischen. Gibt es Situationen, wo du ihm auch auf Augenhöhe auch einen Rat geben kannst,
was sein Leben anbelangt, oder gibt er dir eher Ratschläge? Mann. Ja, also schon, er fragt mich halt schon, wenn irgendwie was ansteht, was meinst du, was soll ich machen oder so. Also wir beratschlagen uns eigentlich immer in jeden Sachen. Mhm. Und so die Vorstellung, wenn du, weiß ich jetzt, in 20 Jahren 39 bist, dann ist er schon 70. Ist das irgendwie ein Gedankenthema für dich? Ja, schon. Also ich denke auch, ja, schon ein bisschen komisch. Schauen wir mal, warten wir mal ab. Mhm. Aber ich würde jetzt schon sagen, momentan ist es einfach meine große Liebe und ich kann mir nichts mehr so vorstellen. Ja, letztendlich vertrete ich auch die Auffassung, was soll man sich Gedanken machen über was wird in 20 Jahren sein, sondern entscheidend ist, wenn man sich jetzt gerne hat und liebt, dann ist es halt so und dann muss man die Gegenwart genießen und was dann kommt, das kommt halt. Man weiß es halt nicht. Aber es gibt noch andere Themen, beispielsweise, dass man vielleicht als 19-jähriger Mensch noch ganz andere Interessen hat als ein 50-Jähriger. Weiß ich jetzt, Musik oder Disco oder Filme oder so. Wie ist das bei euch? Also ich bin eigentlich für mein Alter ein sehr ruhiger Mensch. Ja. Und er ist für sein Alter eben gerade noch ein sehr flippiger Mensch. Ach so, also wir treffen uns da eigentlich ziemlich gut. Passt sich das irgendwie so in der Mitte an? Er ist so gefühlte 30 und du bist gefühlte 28. Genau, also wir machen auch beide viel Sport und lesen viel, also interessenweise passt das super zusammen. So, jetzt kommen wir auf deine Eltern zurück. Wie lange soll das Versteckspiel noch andauern? Ich wollte Ihnen das schon vor der Hochzeit noch sagen. Das ist geplant. Ja, aber ich weiß nicht wie. Also ich bin mir zwar am Überlegen, ich mach's nicht, aber... Die Hochzeit ist geplant. Ja, die Hochzeit ist geplant. Für wann? Am 17. März. So konkret schon? Ja. Am 17. März heiraten? Warum heiraten? Warum? Oh Mann, weil, also es war so, ich bin im Sommer, haben wir uns eigentlich getrennt, so aus Vernunftgründen. Und ich war im Schwarzwald und Wochen später stand er bei mir vor der Tür und hat gesagt, er kann ohne mich nicht leben und er liebt mich. Und ja, dann hat er mich halt gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und da habe ich auch ja gesagt, weil... er ist der einzige Mensch, den ich in meinem Leben bisher hatte, der mir das Gefühl gegeben hat, dass ich geliebt werde. Finde ich eine tolle Sache. Aber ich meine, deshalb muss man doch nicht gleich heiraten. Ehrlich, da würde ich mir aber an deiner Stelle wirklich noch ein bisschen Zeit lassen. Die Liebe wird nicht weniger dadurch, dass man nicht heiratet. Die Liebe ist genauso intensiv. Das ändert gar nichts. Das ist nur eine formale Bestätigung, Bescheinigung. Aber allerdings mit schon rechtlichen Konsequenzen, die unter Umständen irgendwann auch wieder zu Problemen führen könnten. Aber du musst natürlich erstmal deine Eltern damit vertraut machen, dass er dein Freund ist. Dass du ihn auch dann schon am 17. März heiraten willst und wirst, ist natürlich der nächste große Hammer für die armen Menschen. Indem du es sagst, indem du es so erzählst, wie du es mir erzählt hast. Und mir flogen gerade ja auch die Ohren um den Kopf, als du angefangen hast. Wie sind die denn so drauf, deine Eltern? Sind die eher locker oder schon eher konservative Leute? Also mein Vater ist ein sehr kalter Mensch und ich habe zu ihm auch kein sehr gutes Verhältnis. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass er mir da Predigten halten wird ohne Ende und dass er dann im schlimmsten Falle auch nachher am besten gar nicht mehr mit mir reden wird. Ja, und die Mama? Die ist zwar eigentlich sehr offen, aber was solche Sachen angeht, nicht so wahnsinnig. Also nee, die wird auch sehr beleidigt sein, denke ich mal. Ja. Ja, aber dann musst du da durch. Und wenn, ich höre schon, dass deine Mama eher, also mit der hast du eher einen Draht als mit deinem Vater. Ja. Ja, dann würde ich das vielleicht ihr zuerst sagen. Oder hast du geplant, den beiden das ins Gesicht zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Vielleicht so. Also meine Eltern sind auch getrennt, die reden auch keine Worte miteinander. Ach so. Ja, dann musst du es also zweimal sagen, wirklich hintereinander. Mhm. Und ja, du musst es sagen. Da gibt es aber keine Frage, wie soll ich sagen? Du musst es sagen, ich habe einen Freund, der ist 50 Jahre alt und mit dem bin ich jetzt zusammen und ich bin glücklich und wir lieben uns so. Und dann haben die erstmal einen Schock fürs Leben. Ja. Und dann muss man reden und dann musst du denen das erklären. Das ist natürlich auch ungewöhnlich, musst ja auch verstehen, dass man da erstmal ein bisschen zurückhaltend reagiert, habe ich ja jetzt auch. Versuche das zu erklären und stelle dich in Fragen und wenn die dann permanent auf Zumauern schalten und dich beschimpfen oder so, dann musst du dich halt zurückziehen. Dann was bleibt dir anders übrig? Ja, ne, ich habe eh schon ein sehr dünnes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe auch Angst, dass ich jetzt halt totalen Kontakt zu meiner Familie verliere. Mhm.
Ja, aber wenn du es jetzt verschweigst, wird es ja immer schlimmer. Das ist ja noch schlimmer, wenn du die dann vor absolut verendete Tatsachen stellst und dann irgendwann sagst, hier, übrigens, ich habe geheiratet vorgestern. Das finde ich dann noch krasser. Ja, klar. Also musst du jetzt den Mund auftun. Ja. Und dich dieser Sache stellen. Wie ist das denn Weihnachten? Besuchst du deine Mutter oder deinen Vater? Nee. Nee, also ich bin nicht so der Weihnachtsmensch, schon gar nicht mit der Familie, absolut nicht. Na gut, aber irgendwie könntest du ein Treffen arrangieren und ich würde es auf jeden Fall so Auge in Auge sagen, nicht am Telefon. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, klar. Ja. Musst du machen, Leute. Musst du machen. Aber soll ich ihn dann auch mitnehmen oder besser erstmal? Nee, würde ich nicht machen. Nee, ich würde es erstmal unter vier Augen machen und einfach erzählen. Mhm. Weil das könnte dann zu peinlich sein alles. Und dann ist das auch für deinen Freund eine sehr unangenehme Situation. Ja. Ich würde es alleine machen und dich dick anziehen, warm anziehen, weil das könnte schon heftig werden. Ja. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich euch beide. Überlegt das nochmal mit dem Heiraten. Ich würde es noch ein bisschen, hinschieben, das Ganze. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Andy oder Andy. Andy oder Andy, 49, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Andy. Andy. Ja, ich treffe seit 40 Jahren Geheimnis mit mir rum. Seit 14 Jahren? Seit 40. Seit 40 Jahren? Du bist ja, jetzt 9. Ich nehme es ja eigentlich. Ja. Wobei es eigentlich aber was ganz Belangloses ist, denn ich leide unter Epilepsie und der Fallsucht. Ja, das ist ja mittlerweile eine absolut auch von gesellschaftlich akzeptierte Erkrankung. Naja, also ich sehe das ja überhaupt nicht so. Ja, das heißt, du schämst dich, dieses zu erzählen den Menschen, dass du daran erkrankt bist. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nee, es geht einfach, es gibt so viele Vorurteile. Mhm. Ob im Beruf, in der Schule, bei Behörden, in der Kirche, in jedem Bereich. In der Kirche auch? In der Kirche erst recht. Warum? Hast du da Erfahrungen gemacht? Ja, sicher. Also, dass Leute negativ auf Menschen reagieren, die Epileptiker sind? Nein, nicht direkt. Aber in der Bibel steht halt, dass Jesus einen Fallsüchtigen mal dem Teufel ausgetrieben hat. Mhm. Und und so entsprechend wird es halt auch heute noch, ich bin aus Bayern, hier ausgelegt. Schlimm, wenn man das so sieht. Das ist ja mittelalterliche Bibelinterpretation. Also. Ja, gut. Wenn du in Bayern du lebst auf dem Land. Aber das sind, bitte? Du lebst auf dem Land auch? Ja, ich lebe auf dem Land, ja. Also, wer weiß das denn dann in deinem Umfeld? Bis jetzt eigentlich nur meine Frau. Ja. Eigentlich nur meine Frau. Ja. Ja. Wirst du behandelt? Ja. Das heißt, du nimmst ständig Medikamente ein? Ja. Damit es zu keinen Anfällen kommt? Richtig. Ja. Und das ist auch erfolgreich, ganz, ganz erfolgreich. Mhm. Bin auch seit über 10 Jahren oder 20 Jahren jetzt anfallsfrei. Ja. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, wenn du aus Bayern kommst und vom Land kommst, das hat mit Bayern nichts zu tun. Hm. Wenn ich mir dein Alter angucke, so die Generation, da war das natürlich... Danke, Alter. Nee, ja, du, ich bin ja auch in dem Alter bald wie du. Das war natürlich früher schon so als unter Kindern hart. Ich weiß nämlich genau, es fällt mir gerade ein, dass ich in der Volksschule, in der Hauptschule hatte ich auch eine Klassenkameradin, die war Epileptikerin. Mhm. Das war eine Außenseiterin, das Mädel, das tut mir heute noch leid. Genau. Die ist von uns Kindern ausgegrenzt worden, ich muss es so sagen. Und die Lehrer haben uns auch nicht ordentlich aufgeklärt, dass das eine ganz, ganz normale Krankheit ist und überhaupt nichts Schlimmes mit Irrsinn oder Beklopptheit oder sowas. Ja, man gilt halt immer als Spielverderber, weil, weiß ich nicht, man geht auf eine Party, man muss halt regelmäßig schlafen, also früher schlafen gehen, dann sagt er, wieso geht denn der schon um 11, oder man trinkt keinen Alkohol, dann sagt er, wieso kann er sich nicht anschließen, und das führt halt so ein bisschen zum Außenseiter-Dasein. Hast du dich damit jetzt arrangiert, dass du sagst, okay, jetzt bin ich fast 50 und es hat kaum einer erfahren, das bleibt jetzt auch mal geheim? Nee, ist umgekehrt sogar. Ich bin jetzt 50 und habe mir fest vorgenommen, ab dem Zeitpunkt sogar in die Öffentlichkeit zu gehen. Ach so, das ist also quasi jetzt der erste Schritt. Bereiche, in dem halt es Gruppen gibt für Epilepsieerkrankte und so weiter. Ach so, das ist so quasi so eine Art Outing jetzt für dich, dass du das endlich mal nach außen kehren möchtest. Genau das Gegenteil machen. Ja. Ich finde, ich bin in meiner Vergangenheit mit der Verheimlichung ganz gut gefahren. Ja. Denk aber, dass trotzdem man nach außen treten muss, um einfach über das Problem doch eher zu sprechen.
sprechen. Finde ich eine sehr richtige und sehr mutige Einstellung und kann dich nur beglückwünschen, dass du diese Entscheidung gefällt hast. Sicher im Sinne von vielen anderen Leuten, die auch an Epilepsie leiden und auch noch diese Ängste haben, wie du sie all die Jahre hattest. Ja. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, Andi, aber schön, dass wir das grundsätzlich noch haben besprechen können. Ja. Ich wünsche gutes Gelingen bei dem nach außen treten, was deine Krankheit betrifft. Na, mal schauen. Vor allen Dingen alles Gute und gute Gesundheit. Ja, und weiter so. Dankeschön, tschüss. Bis dann, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht war Gundel Blendin. Morgen.